ist so langweilig. Ja, gut. Opfer Michel Masnay sucht die Polizei nach Zeugen, die am Samstag, dem 28. Mai gegen 13 Uhr auf der D1 bei La Furetière einen weißen oder cremefarbenen Kombi gesehen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle. Ist das sowas wie unser Auto, Papa? Ja. Unser Auto ist auch weiß. Vielen Dank. Oh je, darauf wären wir ja nie gekommen. Es gibt jede Menge Autos wie unseres, Virginie. Monsieur Jean fährt auch einen weißen Kombi. Und Stefan auch. Und Onkel Otto auch. Die Stimmung bleibt unerfreulich, bis mich die Fonstains zu Hause abliefern. Yvette wartet schon mit dem Telefonhörer in der Hand. Hallo, Lise. Ich wollte Ihnen sagen, glauben Sie nicht, was man Ihnen über mich erzählen wird. Ich kann Ihnen das jetzt nicht erklären. Ich habe Feinde. Ich muss verschwinden. Ich umarme Sie. Ich liebe Sie, Lise. Adieu. Was hat Stefan damit gemeint, dass ich nicht glauben soll, was man über ihn sagt? Doch wohl nicht wegen dem weißen Kombi. Ich verstehe kein Wort. Ich habe schlecht geschlafen und bin mit Kopfschmerzen aufgewacht. Aber wie sagt man, ich habe Kopfschmerzen, wenn man nur den Finger bewegen kann? Also, kein Aspirin. Was für ein Wetter! Ich bin ganz durchnässt. Dieser Sommer ist eine Katastrophe. Denken Sie, Mademoiselle Elise, im Gemüsegeschäft haben Sie erzählt, dass die Richterin eine Exhumierung der Leichen angeordnet hat. Sie wollen herausfinden, ob es in allen 5 Fällen derselbe Mörder war. Arme Elaine, armer Paul. Zu wissen, dass das eigene Kind wieder ausgegraben wird. Ich stelle mir vor, was ich empfinden würde, wenn man Benoit, den man ohne mich beerdigt hat, und der mir so immer lächelnd unter dem wolkenverhangenen irischen Himmel in Erinnerung bleiben wird. Hallo? Guten Tag, Katharine. Nein, das macht nichts, wenn Sie zum Zahnarzt müssen. Dann kommen Sie eben morgen zum Massieren. Was? Woher wissen Sie das denn? Und was sagt Stefan dazu? Aber das ist doch unsinnig. Sowas ist doch kein Grund. Ja, ich verstehe. Danke, bis morgen dann. Mademoiselle Elise, es ist furchtbar. Sophie Miguin hat Selbstmord begangen. Sie hat ein ganzes Röhrchen Schlaftabletten geschluckt. Die Putzfrau hat sie morgens gefunden. Stefan ist schon seit Sonntag verschwunden. Sophie tot.